Soll ich ein Foto von Ihnen machen oder haben Sie die Absicht, ewig da so stehen zu bleiben? Normalerweise bin ich immer in Bewegung. Ach ja? Dann sollten Sie sich gleich wieder rausbewegen. Anscheinend wird mein Sekretär nachlässig. Guten Abend, Herr Abgeordneter. Ich weiß nicht, was Sie beide wollen. Ich habe sehr viel zu tun. Moment mal, was soll das? Ganz ruhig. Nehmen Sie was Ihre ist Hände denn? Weg. Was ist ich werde die Polizei anrufen. Na los, McVane, rufen Sie an. Aber erzählen Sie uns vorher noch, wie Sie Mark Jennings umgebracht haben. Das musst du mir noch einmal erzählen und immer wieder und wieder. McVane wurde verhaftet. Adam ist beim Richter und sowie alle Formalitäten erledigt sind. Kannst du nach Hause gehen, Alexis? Ich kann es immer noch nicht glauben. Keine Sorge, du wirst es glauben. Wenn du frei bist, musst du mir auch deine Dankbarkeit zeigen. Darauf kannst du dich verlassen, das werde ich tun. Ja, ja, ja. Wo finde ich Mr. Dexter? Da drüben. Danke. Guten Tag, Dex. Alexis, frische Luft schnuppern? Nein, ich wollte nur mal sehen, was du treibst. Ich arbeite. Ich verdiene mein Geld. Natürlich, die mystische Männerwelt. Draußen in der Wildnis mit guten Kameraden, wo man sich mit Arbeit die Hände schmutzig macht. Ich habe zu tun, Alexis. Vorher musst du das hier unterschreiben. Deswegen bist du hier? Ja, aber auch um zu sehen, wie du in deiner Einsamkeit zurechtkommst. Dex? Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ah, wie ich sehe, gibt es hier nicht nur Kameraden, sondern auch Kameradinnen. Was haben Sie denn hier draußen verloren? Eine ganze Menge. Rein zufällig bin ich Ihr Arbeitgeber. Mr. Dexter und ich sind Kompagnons. Jennifer, wir reden später über alles. Sicher. Für Sie habe ich natürlich immer Zeit, Dex. Entzückendes Mädchen. Dafür, dass sie sich mit Maschinen beschäftigt, finde ich die Kleine attraktiv. Oder hat sie noch andere Aufgaben? Sie arbeitet hier und sie ist recht gut. Das kann ich mir denken. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend. Den wirst du auf jeden Fall haben. Alexis? Ja? Warum bist du hergekommen? Um zu kontrollieren, was du mit meinen Millionen machst. Nicht, um dich zu sehen. Hallo, Dex. Was kann ich für dich tun? Die unterschriebenen Papiere. Ich habe sie heute Abend schon gelesen, damit du sie schnell kriegst. Wie aufmerksam. Leg sie einfach dahin, ja? Wir haben eben doch unterschiedliche Auffassungen von Freizeitbeschäftigung. Ja, so ist es, Dex. Du hast ein Maschinenmädchen. Entschuldige mich. Das ist es also. Es geht nicht um dich und Blake, es geht um Amanda und mich. Und nun kannst du dich endlich an mir rächen. Genießt du es? Ja, es ist sehr aufregend. Darum hast du dich auch mit Ben Carrington eingelassen, um es mir einzuzahlen. Was ist als nächstes dran? Willst du auf den Strich gehen? Eins sollte dir klar sein. Ich bin der beste Mann, mit dem du jemals ins Bett gegangen bist. Du vermisst mich. Und ich weiß, das wird sich niemals ändern.